Hey, schön, dass du wieder da bist. Heute reden wir über den häufigsten Grund, warum du die Frau nach dem ersten Date nicht wieder siehst und wie du das in Zukunft vermeiden kannst. Also geil, dass du wieder da bist. Wir reden heute über das erste Date. Ein wichtiger Meilenstein im Dating-Prozess. Ist ja ganz klar, das Kennenlernen kommt zuerst, dann kommt das erste Date. Und meistens ist es so, dass sich auf dem ersten Date schon so ein bisschen entscheidet, wirst du diese Frau für einen längeren Zeitraum sehen, Beziehung, Sexaffäre, was auch immer, oder wirst du die Frau nur einmal gesehen haben. Also die meisten Begegnungen, sage ich mal, die meisten Dating-Prozesse enden entweder an diesem Punkt oder gehen dann doch noch ein bisschen weiter. Also es ist seltener, dass jetzt so ein Dating-Prozess nach dem vierten, fünften Date abbricht, als dass es nach dem ersten Date direkt abbricht. Und deswegen ist es so ein wichtiger Punkt, den wir uns anschauen sollten. Und der häufigste oder mal einer der häufigsten Fehler, und den machen ganz, ganz viele Männer, und ich hoffe, wenn du jetzt hier auf dem Channel bist und das hörst, machst du es in Zukunft nicht mehr so, ist, dass du auf dem ersten Date dich künstlich zurückhältst. Und das ist wirklich eine Sache, die passiert so, so häufig und ist auch ein bisschen dadurch getrieben, dass wir ja teilweise sehr seltsame Vorstellungen davon haben, wie ein erstes Date aussehen muss. Und was dir da am meisten bei hilft, ist, dass du wirklich, aus deinem gedanklichen Fenster wirfst, all die Vorstellungen, die du hast von einem perfekten ersten Date, okay? Also viele Männer halten sich eben künstlich zurück, sprechen gewisse Themen nicht an, weil man über diese Themen nicht spricht, halten vielleicht ihre Sexualität zurück, was sowieso ein großer Fehler ist. Ich sage nicht, du musst unbedingt sexuell sein. Also wenn du die Frau jetzt einfach nur verführen willst auf dem ersten Date, solltest du natürlich sexuell sein, sonst kommst du da nicht hin. Aber du musst es nicht unbedingt. Aber wenn du das versteckst, wenn du das Gefühl hast, okay, jetzt muss ich hier voll das korrekte Date abziehen und vielleicht lade ich sie noch ein und bringe ihr noch Blumen mit und was auch immer, all das sind Sachen, die sind an sich kein Problem. Nur in diesem Moment spielst du sozusagen so eine Art Aufführung, das perfekte erste Date. Und das Wichtigste ist, und das ist wirklich einer der Hauptgründe, wo es dann nach dem ersten Date abbricht, wobei sie sich vorher gedacht haben könnte, hey, ist ein cooler Typ. Dass du einfach auf dem ersten Date dich irgendwie künstlich verstellst. Das zählt übrigens auch für künstlich so tun, als wärst du cooler, als du bist. Das ist das Gleiche. Das ist das Gleiche, nur auf der anderen Seite. Deswegen, du kannst ganz entspannt ins erste Date reingehen, hab einfach selbst an dich und das Date keine großen Erwartungen und mach halt, wozu du Lust hast. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Mach auf dem ersten Date, wozu du Lust hast. Plane ein erstes Date so, dass du irgendwas Cooles mit ihr machst, wozu du Lust hast. Ja? Übernimm da die Verantwortung, plan du einfach das Ding und mach ein cooles erstes Date draus. Du kannst natürlich auch ein Kochdate machen, so wie ich das oft auf den ersten Dates mache. Der Link zum Kochdate-Video ist erster Link in der Beschreibung, wenn du das noch nicht gesehen hast. Mein berühmtes Kochdate, die Anleitung, wie man das macht, erster Link in der Beschreibung. Du musst aber auch kein Kochdate machen, du kannst auch ein Komfortabilitätsdate machen, so wie ich das manchmal nenne. Wenn die Frau noch nicht bereit ist, zum Beispiel zu dir nach Hause zum Kochen zu kommen, dann kannst du so ein Komfortdate dazwischen machen, also einfach ein Date an einem öffentlichen Ort, wo ihr euch erstmal so ein bisschen aneinander gewöhnen könnt. Und dann vergiss einfach all diese Sachen, die du vielleicht jetzt im Kopf hast, was das erste Date angeht. Vergiss am besten vor allem all die Sachen, die vielleicht deine Eltern dir mal oder Freunde, die keine Ahnung mit Frauen haben, dir mal erzählt haben. Schmeiß diese Sachen lieber aus dem Fenster und konzentriere dich nicht zu sehr auf diese Dinge. Der andere Punkt oder einer der anderen häufigsten Gründe, warum Frauen dich nach dem ersten Date nicht wiedersehen, ist, weil ja, das erste Date einfach keinen Spaß gemacht hat. Und ich meine damit nicht im Sinne von, wir waren Rollerbladen und dann waren wir bei der Kegelbahn und dann haben wir einen Flug nach Miami gemacht, wo wir dann gepokert haben und das hat viel Spaß gemacht. Es geht jetzt nicht darum, dass du ultraspaßige Sachen machst, was du natürlich machen kannst, das ist kein Problem. Es geht aber einfach darum, dass das Date entspannt und spaßig ist. Und das ist natürlich auch wieder auf dich zurückzuführen. Und diese beiden Sachen hängen ganz, ganz fest miteinander zusammen. Denn wenn du das erste Date extrem angespannt angehst, wenn du dir, so soll das werden, das ist genau der Plan und so muss es genau laufen. Also mach dir ruhig einen Plan, überleg dir ruhig was, aber geh da entspannt ran, weil sonst kannst du auch nicht spaßig entspannt sein, sonst wird die Frau keinen Spaß haben. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt auf dem ersten Date. Auf dem ersten Date ist es wichtig, dass die Frau das Gefühl kriegt, hey, mit diesem Mann Zeit zu verbringen, das war einfach cool. Ja, das hat einfach Spaß gemacht mit diesem Mann. Und dann muss nicht mal irgendwas auf dem ersten Date gegangen sein. Also ihr müsst nicht mal auf dem ersten Date euch geküsst haben, miteinander geschlafen haben, XY. Das muss gar nicht passiert sein. Aber dann wird es sehr wahrscheinlich sein, dass ein zweites Date stattfindet. Bei ganz vielen Leuten, die man
mir ins Coaching kommen, ist immer wieder das Problem, dass diese Leute sehr angespannt sind, sehr unentspannt. Ja, sie haben viele Vorstellungen, so soll es sein. Oh Gott, das darf ich nicht machen, das muss ich aber machen. Dadurch sind sie unglaublich angespannt. Und wenn eine Frau mit einem Mann Zeit verbringt, der extrem angespannt ist, der keine Lockerheit in die Situation bringen kann, dann ist das ein Riesenproblem und sorgt dann meist dafür, dass es kein zweites Date gibt. Das ist wirklich einer der häufigsten Gründe. Diese beiden Sachen, entweder alleine stehend oder kombiniert, von denen ich gerade geredet habe, das sind die häufigsten Gründe, warum kein zweites Date stattfindet. Denn wenn sie mit dir auf ein Date geht, dann wirst du ihr ja schon mal generell irgendwie gefallen haben. Sonst wäre sie nicht mit dir auf dem Date. Ne? Das heißt, an der Front passt das schon mal auf gewisse Art und Weise. So, und das sind die Hauptgründe, warum es auf dem zweiten Date oder auf dem ersten Date nicht funktioniert und dann kein zweites Date dabei rauskommt. Das heißt, richte den Fokus auf dem Date wirklich auf Spaß, auf Lockerheit, auf Spaß, lach mit der Frau, sei entspannt, lass dich nicht von ihr irgendwie aufstacheln oder so. Bleib einfach ganz relaxed, bleib einfach ganz entspannt, genieß das Date, hab einfach Spaß. Und das ist wirklich der Hauptfokus. Spaß sollte der Hauptfokus sein. Natürlich kann in diesen Spaß auch mit reinfließen, dass ihr miteinander schlaft und dabei sehr viel Spaß habt. Das kannst du natürlich auch machen. Es ist nur, wie gesagt, keine Notwendigkeit. Also Spaß sollte hier der Hauptfokus sein. Ganz, ganz wichtiger Punkt, der leider vielen Männern immer so ein bisschen ja, abhanden geht. Ne? Viele Männer denken, sie bräuchten die perfekte Struktur. Oh, erstmal muss es zum Essen gehen, dann muss ich sie einladen und dann bringe ich sie noch bis vor die Haustür und dann gibt es noch eine Rose oder so. Nein, diese Struktur macht nur eher Stress, weil sie Erwartungen weckt. Im Sinne von, oh mein Gott, der Mann hat mich eingeladen, erwartet er jetzt, dass ich mit ihm schlafe, la la la. Was nicht ist, dass du sie nicht einladen kannst, aber diese Strukturen machen eben das Gegenteil von Spaß. Also es gibt Strukturen und es gibt Spaß. Und Spaß hat was mit Lockerheit zu tun, nicht mit Strukturen. Ne, deswegen verabschiede dich von all diesen Sachen, die du vielleicht in der Vergangenheit zum Thema ersten Date gehört hast und hab einfach Spaß, mach's einfach locker. Stell's dir so ein bisschen so vor, als würdest du mit einem guten Kumpel ein bisschen was unternehmen. So, diese Atmosphäre soll das haben, diese spaßige Atmosphäre. Und die kann dir übrigens auch dabei helfen, wenn du Frauen kennenlernst. Das ist jetzt ein anderes Thema, aber nur um das mal zu erwähnen. Ne? Wenn du jetzt eine Frau kennenlernst, eine Frau ansprichst, dann wirst du am allermeisten profitieren, beziehungsweise das Kennenlernen wird am besten funktionieren, wenn du das Gespräch so führen kannst mit ihr, als wäre sie jemand, den du einfach schon lange kennst. Als würdest du mit einem alten Kumpel sprechen. Das ist sehr entspannt, das ist sehr locker und sorgt dafür, dass sie sich denkt, hey, mit diesem Mann kann man entspannt Zeit verbringen. Klar, sehe ich den gerne wieder. Natürlich, wenn ein Grundinteresse vorhanden ist, ist nämlich immer die Voraussetzung. Ne? Hab einfach immer im Kopf, wie wäre es, wenn ich mit einem jahrelang bekannten Freund Zeit verbringen würde und wir würden Spaß haben. Das sollte so der Frame, sollte so der Rahmen fürs erste Date sein. Und das kannst du mir jetzt glauben oder nicht, aber wenn du das hinbekommst auf dem ersten Date, dann ist es wirklich sehr, sehr, sehr wahrscheinlich, dass ein weiteres Date stattfinden wird und dass dann auch weitere Dates stattfinden werden, wenn sich nicht irgendwas auf dem Weg ändern sollte. Das heißt, das sind die wichtigsten Faktoren. Erstes Date, so sorgst du dafür, dass in Zukunft nicht nach dem ersten Date Schluss ist, denn das passiert sehr, sehr häufig. Wenn du trotzdem noch Probleme hast, wenn du trotzdem nicht vorankommst in dem Frauenthema, kannst du dich gerne fürs Coaching bei mir bewerben. Die ersten Plätze im nächsten Jahr sind jetzt schon belegt, aber es gibt dann nach hinten raus noch weitere Plätze, die ich jetzt in Zukunft öffnen werde. Du kannst dich bewerben. Wie das geht, verrate ich dir jetzt gleich. Wir sind erstmal am Ende des Videos. Schön, dass du dabei warst. Übermorgen sehen wir uns wieder und hier oben links kannst du den Channel abonnieren und auch die Glocke drücken. Unter mir kannst du dich für das Coaching bewerben, von dem ich gerade gesprochen habe. Hier kannst du dich bewerben und auch auf den ersten Link in der Beschreibung. Und hier unten kommst du zu einem Video mit weiteren Tipps für deinen Erfolg mit Frauen. Übermorgen sehen wir uns wieder. Bis dahin, ciao.